Ich gratuliere an Ignazio Cassis und Karin Keller-Sutter sehr herzlich zu der heutigen Wahl. Das waren gute Ergebnisse, die wir in dieser ganzen Aufregung nicht unbedingt können erwarten konnten. Ich bin froh, dass die Situation jetzt geklärt ist und wir uns auch wieder der Sachpolitik zuwenden können. Die Umstände sind anspruchsvoll. Auch der grüne Anspruch wird im Raum stehen bleiben. Die Diskussionen reissen nicht ab, aber wir haben zwei Mitglieder von der Landesregierung, die in kurzer Zeit schon ausgezeichneten Leistungsausweis erarbeitet haben. Und ich freue mich auf den weiteren Einsatz von beiden.